Macht dann immer den Aufwärtsschwung. Der Aufwärtsschwung ist echt nicht gut. Danke. Dass dem Schwert die Energie ausgeht, ist auch nicht gut. Aber mein Gott, es reicht. Wir kriegen genug, dass wir relativ schnell das nötige Geld haben. Nein, wenn das ist auch, das ist ein bisschen doof. Gute Nacht, Fallen Crusader, und Dankeschön nochmal für die Bits. Yippidibi. Dankeschön. Nur beim Käse wird's etwas schwierig. Der läuft dir weg. Ja, das stimmt. Aber dann muss man halt dann auch gleich direkt über die Nudeln oder wo der auch immer hin soll. Ne, den hält man so und schneidet dann unten immer so die unterste Schicht weg, dass die gleich so flüssig runtertropft. So geht das dann. Gute Nacht. Gute Nacht, Cluedo. Mach's gut. So, kurz vorm Finale. Ah. Strabis, welcome. Ihr wisst gar nicht, was ihr verpasst. Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich verpasse. Hä? Ich verpasse es gar nicht. Ich bin da. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. May you find your overpass? Ich muss mehr grinden. Mehr Geld grinden. Schnell. Nee, wir haben noch genug Zeit jetzt. Es ist gerade mal 8:45. Alles chillig. Wir spielen das heute ziemlich sicher noch durch. Das freut mich. Das freut mich wirklich, weil den zweiten Teil habe ich nie durchgespielt und das kann ich jetzt endlich nachholen.
Aber erst müssen wir nochmal durch den ersten. Also was heißt, ich meine, ich spiele den ersten auch voll gerne. Es macht mir echt Spaß. Aber ich freue mich noch mehr jetzt auf den zweiten dann. Das stimmt, das kannst du machen. Das wird er nicht schlecht. Es war auch nicht wirklich ernst gemeint. Na komm. Okay, gut. Jetzt mach ihn doch, danke. Machen wir halt keinen Finisher. Ist okay. Dann hau die wenigstens. Das ist nämlich dünner als die gleiche Taste. Manchmal macht er ihn, manchmal nicht. Ah, gut, Energie leer. Gerade rechtzeitig fertig geworden. Sehr gut. Puh. Ups, ich ziehe dauernd mein Kopfhörerkabel draus. Das ist so blöd. Das hängt nämlich quasi hier so geschwungen, so seitlich neben mir. Und immer wenn ich meine Hand vom Controller nehme und einfach nur runter, ziehe ich das Kabel immer raus. Ich müsste darauf achten, dass das Kabel immer am besten hier vor mir so runter geht. Kann ich das nicht vielleicht unter die Jacke so ein bisschen klemmen? Aber selbst dann laufe ich Gefahr. Aber schauen wir mal. Haben wir jetzt genug Geld? Ich glaube, einmal müssen wir noch ran, oder? Einen habe ich noch. Einer fehlt mir noch, besser gesagt. Warte mal, 55? 55. Auf den Landsquid Birdrider Dollar genau. Glaube ich. Der Geldautomat wird auch schon auf der Minimap angezeigt. Aber dass ich da keine Meldungen mehr kriege. Ach so, gut, okay. Die Meldung habe ich schon bekommen, weil ich das Geld schon hatte, bevor ich das neue Schwert gekauft habe. Stimmt. Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück. Bitte. Ja, das sieht gut aus. Cool. Return to the motel. Können wir schnell zu Fuß rüberlaufen. Das geht, glaube ich, schneller. Ich finde es immer schön, wie in dem Ladebildschirm dann die Rauchwolke zu einer massiven Wand wird. Ist ein cooler Effekt. Gefällt mir. Hello? Hello? May I ask who's calling? This is the Assassins Association, right? Look, I gotta talk to you about... Oh, dear. She's done it again, hasn't she? Hey, are you listening? Excuse me for asking, but are you by chance an assassin? Whoa! Don't tell the whole world. Then you have been had, sir. You are not her first. What? Run that by me again. Listen to me. Do not get involved, whatever you do. Listen, lady. I don't know what the hell you're talking about. Who are you, anyway? Another sorry kid. And for the record, I am Sylvia's mother. Mother? Yes, you heard me. And there's no such thing as an association, or whatever you think exists. You're joking, right? Do you know how many people I've killed? She is a professional con artist. You mean a fraud? Are you telling me this was all just bullshit? She set everything up. Would you mind telling me how far this all went? I'm now second in rank. So, just one more to go. All righty. Why not play along since you've come this far? Are you serious? What's the point? This is all some make-believe charade. But a good man finishes what he started. Fight to the end. Your most formidable opponent awaits in the castle. Now, off to the Garden of Madness. Klingt nach einem Plan. Aber vorher spielen wir nochmal mit Jean, weil so viel Zeit muss sein. Kleines Kätzchen. Na gut, gehen wir nochmal aufs Klo. Ja, du bist auch ein kleines Kätzchen, Kater, ist schon gut. Und jetzt auf ins Finale. Leider gibt's den geheimen Bosskampf jetzt nicht im Stream, weil da muss man Hürden auf sich nehmen, damit man gegen den kämpfen darf. Und der ist super hardcore schwer. Den lassen wir aus. What? Nein! Ein imperialer Pilot hat mein Moped geklaut. Na. Mist, zu lange. Zu lange gesprintet. Das habe ich jetzt davon. Was hältst du vom Mass Effect Remaster bisher? Mein Gott, keine Ahnung. Ich find's cool, dass endlich mal Complete Editions rauskommen. Inwieweit die dann remastered sind, ist mir ehrlich gesagt fast irgendwie wurscht. Ich meine, je schöner, desto schöner natürlich. Aber in erster Linie finde ich es schön, dass die endlich jetzt in Complete Editions mit allen DLCs und allen Inhalten wirklich mal schön als vollständige Sammlung kommen. Das finde ich ziemlich cool. Bin aber sehr enttäuscht, dass das bisher anscheinend immer noch nicht für die Switch angekündigt wurde. Weil eigentlich hätte ich es am liebsten hauptsächlich auf der Switch gespielt. Ich weiß gar nicht, für die anderen Konsolen, glaube ich, werde ich es mir ehrlich gesagt gar nicht holen. Aber so auf der Switch, gemütlich, ne, in Badewanne oder Bett, hätte ich, glaube ich, die Mass Effect Trilogie mir nochmal angeguckt. Aber ansonsten ist für mich leider nicht super interessant.
Aber schön, dass es sie endlich gibt. Kaum fragt man 20 Jahre immer wieder, macht die EA das auch. Cool. Oder 10. Denkt dran, das ist kein Mond. Okay. Dark Star. Welcome to my castle. Ah, nicht dagegen fahren. Okay. Und was sind denn die beiden jetzt gestorben? Egal. Okay. Cool. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Dadurch, dass es in der Welt offensichtlich auch normale Motorräder gibt, verwirrt mich das Motorrad von Travis noch viel mehr als vorher. What the fuck ist denn das dann? Ich dachte, das ist normal in der Welt, in der wir uns hier befinden. Dass die Dinger so aussehen, aber scheinbar nicht. Vielleicht auch eine Sonderanfertigung auf eBay gekauft. Wer weiß. Trottel. Sehr gut. Der Darkstar hätte sich echt mal kompetentere Handlanger zulegen sollen. Machen die jetzt auch irgendwas oder fahren die nur irgendwie, oder? Der kann eh vor mir rumfahren. Ich habe eh nichts gegen den. Mir eh wurscht. Oh, jetzt hört der Spaß aber auf. Wissen, dass der kommt, der sagt mir nichts. Oder die, oder wie auch immer. Die Anspielung verstehe ich nicht. Ach, Jay Leno. Natürlich kenne ich Jay Leno. Ich habe es falsch gelesen. Warum, was hatten der für komische Sachen in der Garage? Das habe ich wohl vermasselt. Aber schöne Sequenz. Ist der so ein Autosammler oder sowas in der Art wahrscheinlich? Okay, nochmal. Wo muss ich... Nein, nicht bitte nicht nochmal von vorne anfangen. Oh, come on. Das ist ein bisschen mies jetzt, finde ich. Wirklich. Naja. Das ist die Strafe fürs Versagen, weil ich die rechte Schultertaste statt die linke dauernd gedrückt habe. Das habe ich jetzt davon. Tja. Kommen wir auch noch hinter uns jetzt. Ein zweites Mal. Come on.
Das ist echt witzig, wenn ich beschleunige, während die überholen, weiß, glaube ich, die KI nicht so ganz, wie sie drauf reagieren soll. Und dann machen sie nur Bullshit. Das ist perfekt. Ja, so ist es ziemlich leicht, muss ich schon sagen. Sehr gut. Sobald einer Come on sagt, einfach aufs Gas drücken und den rammen. Oder wenn er das sagt, dann auch. Sobald irgendwer irgendwas sagt, einfach aufs Gas drücken. Gemeinheit. Die hätten hier ruhig so eine Laserschwertmechanik einbauen können, dass man so nach links und rechts hauen kann oder sowas. Das wäre cool. Ich kann die Wärme fühlen. Das war jetzt echt gemein. Ich konnte nicht mehr rechtzeitig springen. Der Strahl hat mich zu lang irritiert. Okay, jetzt passt auf. LZ. LZ ist die Taste, nicht die andere. Oh. Nicht RZ. LZ. Nein, das war nicht gut. Nein, ich schaff's schon wieder nicht, oder? Oh, Gott sei Dank. Ich war mir nicht sicher, ob ich RZ jetzt wieder rechtzeitig gedrückt hat. Der hat ein Chat mit einer Hubschrauberturbine hat der wirklich? Das finde ich ja schon wieder ziemlich cool. Warum hat man sowas? Aber ich... Short Style. Oh, der Geist meines Meisters zeigt mir den Weg. Na dann. Der wird schon recht haben. Meistergeist? Erzählst mir kein Blödsinn, oder? You messing with me? Oh. You messing with me? Dead now. Yes. Geh mal da lang. Ach so, Quatsch. Mit dem Laserschwert in der Hand kann ich nicht mehr sprinten. Geht über 400 km/h, wenn man will, glaube ich. Naja, warum nicht? Hey, he's over here! You're so late. You messing with me? You messing with me? Hey, he's over here!
Glück gehabt, beinahe wäre mein Laserschwert leer gewesen. So, da ist zwar Lebensenergie, aber mein Meister hat gesagt, ich soll da lang gehen. Ich versuche mal, ob ich die Kiste vielleicht abstauben kann. Okay. Und jetzt gehen wir den anderen Weg. Das ist schon krass, so ein dynamisches Quartett. Dynamisches Sith-Quartett. Der Modus kommt ein bisschen später, aber immerhin. Ich brauche ihn nicht mehr, Spiel, danke. Du kannst den Modus jetzt wieder nehmen. Ich hätte gern die Kiste stattdessen. Er hat damit die Stoßstange des Autos hinter sich geschmolzen. Ja klar, in den USA kann der ja wahrscheinlich damit sogar tatsächlich auf Straßen fahren, oder? Holy shit, spinnt der. Aber wahrscheinlich nicht so schnell. Aber theoretisch, solange es Räder hat und sich bewegen kann. Ich bin falsch abgebogen, muss den Kampf nochmal machen zur Strafe. Das ist schon krass. Oh, come on, ey. Meine Güte, ich bin komplett. Mein Gott, hör doch auf jetzt. Verdammt nochmal. Die haben gerade nicht mehr aufgehört, ihren super special unblockbaren Powerschlag zu spammen ohne Ende, die Penner. Mein Gott. Das war nicht gut. Da kommt doch eh kein Polizeiauto mit den Geschwindigkeiten. Ach, meinst du, dass die nicht hinterherkommen? Er hat uns einen Brief hinterlassen oder so. Travis, das Weg des Mannes, nicht Weg der Bestie. Verstehst du? Weißt du,
Your edge can be poison and cure. To be learned is the path, and to be ignorant is also the path. Huh. Also im Endeffekt ist deine Einstellung so quasi Gift und Heilmittel zugleich. Belesen oder lernend sein ist der Pfad, aber ignorant sein ist auch der Pfad. Dein Pfad ist das. Ein Pfad, den keiner, niemals oder nichts passieren kann. Aber der Pfad geht immer weiter. Na gut. Von mir aus. Fight until you die. Okay, das machen wir. Yes. Haben wir ehrlich gesagt schon öfter gemacht jetzt in dem Spiel. So, das letzte Telefonat. Aus alter Tradition. Travis, can you hear me? It's Sylvia. I never thought you'd make it this far. But I am sorry. I cannot see you anymore. I want to fly to your side right now. I want to be in your arms. I want to be with you. I want to share my life with you, no matter the cost. Meeting you, I felt truly alive for the first time. I mean that. But feelings and reality are two different things. Life is not that simple, yes? Now, be honest. Did you really think I would let you do me if you hit number one? You really are an idiot, aren't you, Travis? Come back to reality. I mean, look at yourself. You are a dopey otaku assassin. The bottom of the barrel. No woman would be caught dead with you unless she was a desperate bitch. Where in the world could you find a woman who could fall in love with someone like you? Well, one is right here. It was fun, Travis. I love you. Now, don't forget to use the restroom. Trust your force and head for the Garden of Madness. Hat sie gerade gesagt, trust the force? Na dann. Speichern. Und jetzt gehen wir in den Garten des Wahnsinns. Das finde ich auch gut, oder? Dass da einfach ein Klo mitten im Wald steht. Mit Klopapier auf einem Ast. Gut. Okay. Habe ich wirklich volle Energie? Nein, jetzt habe ich volle Energie. Ich wusste es. Dann gehen wir jetzt. Das könnte auch so ein Dark Souls-Eingang sein. Das Tor. Hoffentlich wird der Kampf nicht genauso schwer.